So, also, willkommen zusammen zu der Klimabündniskonferenz für die Lokalisierung des europäischen Green Deals. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Morgen mit einem guten Start, ein paar interessanten Keynotes und interessanten Diskussionen. Wir fangen jetzt also mit den Workshops an und unser Workshops, da geht es darum, naturbasierte Unternehmen zusammenzubringen mit lokalen Behörden. Da werden wir also in der nächsten halben Stunde drüber sprechen. Und dieser Workshop ist also in Zusammenarbeit mit Connecting Nature. Die meisten Sprecher, Referenten sind also aus diesem Projekt und werden ihre Eindrücke und Erkenntnisse mit Ihnen teilen. Zuerst einmal, bevor wir weitergehen, möchte ich nochmal eine kurze Einführung zu Hop-In machen. Bitte nutzen Sie also die Chat-Funktion, um Fragen zu stellen. Sie können auch kommentieren, was hier also besprochen wird. Und meine Kollegin Ann-Kathrin wird die Fragen aufnehmen und dann den Sprechern stellen während der Frage-Antwort-Sessions. Also sehr wichtig, dass Sie hier die Chat-Funktion verwenden für die Online-Sitzung. Das ist also das, was wir jetzt haben in diesem Workshop und nicht das verwenden für die Konferenz, also rechts die Online-Sitzung verwenden im Reiter. Konferenz-Chat, da wird das wahrscheinlich verloren gehen. Und hier haben Sie auch die Möglichkeit, Sie können People anklicken. Menschen können also schauen, wer die anderen Teilnehmer sind. Und Sie haben auch die Möglichkeit, tatsächlich bilaterale Sitzungen einzustellen. Für nach dem Workshop zum Beispiel. Es gibt eine Verdolmetschung für diesen Workshop auf Deutsch und Englisch. Sie können hier also auch die Übersetzung anklicken. Genau, die Sitzung wird dann auch aufgenommen. Und alle Aufnahmen und Präsentationen sind dann verfügbar auf der Klimabündnis-Webseite nach der Konferenz. Und manchmal innerhalb diesen Rahmen sind die Präsentationen recht kurz und recht klein. Sie können hier unten rechts dann eben auf Vollbildschirm klicken mit diesem kleinen, nicht ausgefüllten Rechteck. Und ich möchte mich vielleicht kurz vorstellen. Ich bin Svenja Schuchmann. Ich arbeite für das Klimabündnis im Büro Frankfurt und ich arbeite an zwei naturbasierten Naturprojekten. Eine davon ist Connecting Nature und ich bin die Moderatorin für heute also. Und das Webinar wird, also das Workshop, das Webinar wird in zwei Teile unterteilt. Wir werden also einen ersten Teil haben zur Finanzierung von naturbasierten Lösungen. Da gibt es eine Einführung, ein Beispiel und dann eine Frage-Antwort-Sitzung. Sie können also bitte Ihre Fragen in den Chat schreiben. Kollegin Ann-Kathrin wird diese dann sammeln und den Sprechern vortragen. Und dann ein zweiter Teil des Workshops. Da geht es dann um naturbasierte Unternehmen und Unternehmertum. Und da haben wir nochmal eine Einführung, ein Beispielsbericht und eine Frage-Antwort-Sitzung im Anschluss. So, ich würde also meine kurze Einführung damit beenden wollen, aber ich möchte kurz eine Frage noch stellen als Umfrage. Wie sehr kennen Sie sich mit naturbasierten Lösungen aus? Wir haben nämlich bemerkt, dass in lokalen Behörden einige solche naturbasierten Lösungen kennen und da also auch ein größeres Interesse haben, mehr zu erfahren. Nicht der Mangel an Erfahrung, sondern die Erfahrung, die Sie haben, das interessiert uns. Ich starte mal die Umfrage. So, Entschuldigung. Einen Moment. Und die Umfrage ist gestartet. Können Sie die Umfrage sehen? Vielleicht könntet ihr mir kurz sagen, ob die Umfrage gestartet wurde.
Ja, ich sehe sie auf der rechten Seite bei Polls in Umfragen. Ja, super. Okay, wenn Sie alle bitte die Umfrage kurz beantworten könnten, ich gebe Ihnen da ein paar Minuten für und dann zeige ich die Ergebnisse dessen. Gäbe es ein gutes Wissensniveau, die meisten scheinen davon schon mal gehört zu haben, wäre super, Rückmeldungen auch zu hören von Leuten, die sowas schon mal durchgeführt haben. Bei einigen unserer Fallstudien könnte das vielleicht auch helfen. Okay, super. Es scheint nur eine Person zu geben, die das nicht kennt. Vielleicht können wir einen schnellen Überblick geben, worum es tatsächlich geht im Konzept. Okay, super. Das bringt mich dann direkt in den ersten Teil unseres Workshops. Und dafür gebe ich dann weiter an Siobhan McQuaid, die für das Trinity College in Dublin arbeitet und Koordinatorin ist für Connecting Nature als Projekt und an diesen Finanzierungsthemen ebenso arbeitet. Und dann werde ich vielleicht einfach damit beginnen, dass ich den Bildschirm mit Ihrer Präsentation kurz teile. Ja, eine Sekunde. Ja, eine Sekunde, ich muss meine Präsentation eben schließen. Ja, während du das tust, könnte ich vielleicht bitten, dass die Personen, die das mit NBS schon mal gemacht haben, also naturbasierte Lösungen schon mal hatten, ob sie vielleicht im Chat kurz kommentieren könnten, was das so war für sie, was dahinter steckt. Wäre interessant zu sehen, ob es da Parallelen gibt in diesen einzelnen Erfahrungen oder zwischen unseren Erfahrungen. Und in der Zwischenzeit, also während du das gerade tust, sie das gerade tun, sehe ich, dass die Präsentation gerade hochgeladen wurde. Vielleicht können Sie mal da nochmal auf die Folie klicken, genau. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Definitionen von naturbasierten Lösungen und ich komme gerade aus dem ICM-Kongress und also früher in dieser Woche und die haben also als erste diesen Ausdruck tatsächlich definiert. Wir nutzen die von der EU, dass naturbasierte Lösungen inspiriert sind, von der Natur kosteffektiv sein sollen, die Biodiversität verbessern sollen, Umwelt und wirtschaftliche Vorteile haben sollen. Und widerstandsfähig sein müssen und dass dort also die Biodiversität positiv sein muss und wenn das eben nicht gegeben ist, dass das dann eben keine naturbasierte Lösung ist. Das ICM ist gestern einen Schritt weiter gegangen, früher in der Woche, und die haben gesagt, dass die naturbasierten Lösungen ganz klar Vorteil haben müssen für die Gesellschaft, ganz klar messbare Vorteile für die Gemeinschaft haben müssen. Und ich denke, da bei der Beliebtheit der naturbasierten Lösungen, dass das also ein Interesse auch erweckt und dass diese durchgeführt werden, da gibt es auch ein bisschen Verwirrung hier und da, was das denn tatsächlich bedeutet und auch ein bisschen Kritik des Greenwashing und da sind wir also dann immer strenger jetzt mittlerweile mit den Definitionen und wir haben jetzt erst gestern gesehen, dass das BMS Systems also dort eine Drittpartei als Drittpartei hinzukommt, um diese Standards zu zertifizieren. Das ist also etwas, was wir immer mehr sehen werden in der Zukunft, also eine strengere Beobachtung oder Untersuchung, was tatsächlich als NBS gilt. Svenja, vielleicht könnten wir zur nächsten Folie übergehen. Also was wir getan haben, und das ist natürlich die Frage, wie wir das mit der Natur verbinden. Wir haben diverse Intensitätsstufen. Diese Fragen wurden uns also immer gestellt über die letzten Fragen. Also was ist eine naturbasierte
Lösung, was sind diese Prozesse, werden soziale Vorteile gegeben oder verbessert? Ist es wirtschaftlich vorteilhaft? Gibt es umweltliche Vorteile? Gibt es einen Netto-Vorteil für die Biodiversität? Und das ist also so ein bisschen die Definition, wo wir gerade sind mit unseren Lösungen und natürlich ein bisschen so die Richtung, wo wir in der Zukunft auch hingehen werden. Nächste Folie, bitte, Svenja. Und was wir also dann getan haben in Connecting Nature, haben wir also diesen Rahmen gemeinsam erstellt für naturbasierte Lösungen und wir haben das mit den Städten zusammen aufgebaut. Ist also sehr stark von den Städten angetrieben und lokale Kommunen und andere regionale Behörden haben da auch mitgemacht. Man muss da also nicht unbedingt an einem Punkt beginnen und irgendwo enden, aber es ist also ein bisschen so ein Kreislauf. Aber es gibt eine Planphase, eine Lieferphase, Deliveryphase und dann ganz wichtig ist die Wartungsphase oder die Aufbereitungsphase. Und die Bereiche, wo ich sehr stark dabei bin, ist in der Finanzierung und der Geschäftsmodelle und naturbasierten Unternehmen. Die sind ganz stark verbunden. Also zum Beispiel die Co-Produktion ist ein wichtiges Element. Wenn wir über Businessmodelle sprechen, dann muss das natürlich in Gemeinschaft produziert werden mit den Gemeinschaften. Und da denkt man eben auch teilweise an gemeinsame Governance-Strukturen, Co-Governance-Strukturen. Und eine der größten Herausforderungen für heute ist, aus öffentlichen Geldern Finanzierung zu finden, Finanzierung insgesamt zu finden und dann tatsächlich die Leistung zu messen von naturbasierten Lösungen, ob es tatsächlich bestimmte Punkte adressieren werden, Temperaturen reduzieren kann in den Sommermonaten. Und das ist eben Sachen, die sehr interessant sind und das ist also etwas, was wir in bestimmten Berichten letztes Jahr sehr stark gesehen haben, sehr interessant für diese Punkte. Vielleicht gehen wir mal zu der nächsten Folie über, bitte. Danke, Svenja. Eines der Werkzeuge, das wir hier entwickelt haben, und das Werkzeug führt dann dazu, dass es viele Dinge zusammenbringt. Und das ist das Geschäftsmodell Canvas für naturbasierte Lösungen. Wie man das hier sehen kann, schauen wir uns die Finanzierung an, im Hinblick auf die Planungsphase, auf die Investitionen und im Hinblick auf die Finanzierung für die Betriebskosten. Natürlich hat das sehr viel zu tun mit dem vorgestellten Geschäftsmodell. Was wir wieder gemacht haben, wir haben das in Zusammenarbeit mit den Städten gemacht, haben ein ganz einfaches Buch mit Anweisungen erstellt und das soll eine Co-Produktion sein. Sie können hier sehen, es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Workshops. Und wir haben das in Trinity entwickelt mit 3 verschiedenen Städten. Und Isabel hat diesen Workshop dann weitergemacht mit anderen Städten und in anderen internationalen Workshops auch vorgestellt. Das ist wirklich sehr nützlich, denn wir können so die Interessenvertreter hier miteinander bringen und dann Vertretungen aus dem öffentlichen Bereich, verschiedene NGOs und können uns dann anschauen, welche Vorteile sich aus diesen naturbasierten Lösungen ergeben und wie wir diese zusammenbringen mit Investitionen und mit die unterschiedliche Vorteile haben. Ich denke, das ist ein sehr nützliches Tool, das auf unserer Website steht. Ich weiß nicht, Isabel, ob Sie das mal auflegen können. Ich denke, das wäre ganz nützlich. Auf der nächsten Folie möchte ich noch etwas anderes ansprechen. Und das ist ein Thema, was gegenwärtig sehr aktuell ist. Da geht es um das Thema der naturbasierten Wirtschaft. Ich gehöre zu dieser europäischen Taskforce. Da gibt es sehr viele europäische Projekte, die hier zusammenarbeiten. Die Europäische Kommission hat mehr als 2 Millionen Euro in diese Initiativen
gesteckt und in verschiedenen europäischen Städten sind diese Lösungen initiiert worden und umgesetzt worden. Und was wir dabei gemacht haben, es hat unterschiedliche Gruppen gegeben, die versuchen, die ganzen Projekte zusammenzuführen. Und als Vertreter der Taskforce für die Finanzierung haben wir ein Modell erstellt für eine naturbasierte Wirtschaft. Und diese ganzen Projekte, die Sie auf der rechten Seite sehen, haben viele verschiedene Experten zusammengebracht. Und sie haben sich dieses Konzept der naturbasierten Wirtschaft angeschaut. Und wenn man sich diese Lösungen anschaut, dann sieht man, dass sie dazu beitragen, dass sie die Umwelt verbessern, den sozialen Kontext verbessern und auch die Wirtschaft selbst. Sehr viel ist hier gemacht worden und sehr viel Wissen ist angesammelt worden über die Vorteile, die sich daraus ergeben für die Wirtschaft. Sehr wenig weiß man bisher, wie naturbasierte Lösungen dazu führen, dass neue Innovationen, neue Unternehmen geschaffen werden. Und ich denke, im Zusammenhang des Green Deals in Europa ist es wirklich sehr wichtig, dass wir diese Diskussion hier wirklich ansteuern. Darum geht es hier bei diesem Projekt. Wir haben so etwas wie ein White Paper erstellt, wo wir 11 verschiedene Sektoren definiert haben, wo es unserer Meinung nach Wachstum für Möglichkeiten gibt, beispielsweise im Bereich der Gebäudetechnik in Deutschland und in Österreich, dann im Bereich der nachhaltigen Forstwirtschaft, nachhaltigen Landwirtschaft und dann gibt es noch einige neue Sektoren, wie beispielsweise naturbasierte Lösungen für die Gesundheit und für andere Sektoren. Es ist wirklich ein sehr interessantes Thema für die Diskussion. Und wir haben vor kurzem eine Sitzung gehabt im Kongress. Wir haben ja mit einigen von Ihnen vom Klimabündnis gesprochen, auch zu diesem Thema. Wir möchten einfach dafür sorgen, dass so viele Menschen wie möglich bei diesen Dingen mitmachen. Ich bin mit der Definition von Maßnahmen befasst und ganz gleich, aus welchem Bereich Sie kommen, ist ganz wichtig, dass unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen und dass wir unterschiedliche Empfehlungen von allen Seiten bekommen, damit wir wissen, wie wir diese Herausforderungen, die uns gegenüberstehen, bewältigen können. Wir möchten ganz einfach wissen, welche Maßnahmen Ihrer Meinung nach nützlich sind, die dazu führen, dass es saubere Arbeitsplätze und saubere Unternehmen gibt. Sie können hier die Vorschläge entweder in den Chat stellen oder können sich hier einfach einloggen. Da gibt es ein ganz einfaches Menü für Fragen und Antworten. Da gibt es Fragen, die man online beantworten kann. Das geht wirklich ganz schnell, so 5 Minuten oder so. Und nun möchte ich bitte die nächste Folie sehen. Dankeschön. Das Ziel ist, dass wir uns hier einmal Gedanken darüber machen, wie wir viel mehr naturbasierte Lösungen finanzieren können und den Anteil der Finanzierung für diese Projekte ändern können. Das ist eine Folie von der UN, die sich auf den Beginn dieses Jahres zurückzieht. Dort heißt es, dass 68% aller naturbasierten Lösungen vom öffentlichen Sektor finanziert werden. Der private Sektor spielt da nur eine geringe Rolle. Bei diesen naturbasierten Lösungen, insbesondere bei naturbasierten Lösungen wie öffentlichen Parks und andere Arten von naturbasierten Lösungen, die sich im öffentlichen Raum befinden. Natürlich werden diese niemals von der Privatwirtschaft finanziert. Aber es gibt andere Bereiche, wie beispielsweise grüne Gebäude oder nachhaltiger Tourismus, nachhaltige Forstwirtschaft. Auch da gibt es noch Möglichkeiten, die Finanzierung sehr stark zu verstärken von Seiten des privaten Sektors. Und da können wir uns jetzt fragen, ja, wie können wir das zustande bringen, dass der öffentliche Sektor mehr investiert, aber wie können wir das machen, dass auch der private Sektor sehr, sehr viel mehr in diese Projekte investiert? Ich glaube, bis 2030 sollen die Investitionen verdreifacht werden und bis 2050 soll das ganz vervierfacht werden. Das ist etwas von der UN und dort hat man erkannt, dass naturbasierte Lösungen sehr wichtig sind. Ich glaube, auch an der Oxford-Universität ist ein ähnlicher Bericht erstellt worden. Und dort hat man festgestellt, dass sich die Bevölkerung mehr oder minder immer nur auf einen Teil dieses CO2-Ausstoßes konzentriert bei der Umsetzung neuer Projekte. Wo es jetzt darum geht, ist, dass wir so weit wie möglich die
den CO2-Ausstoß auf herunterbringen und die Erhitzung auf 1,5% reduzieren. Und natürlich ist es auch wichtig, dass wir uns mit der Artenvielfalt befassen. Das Aussterben von Arten, das ist eine andere wichtige Krise. Das bedeutet, wir brauchen also massive Investitionen. Das hat nicht nur Vorteile für die Umwelt, sondern es hat daneben auch Vorteile für soziale Art und für die Gesellschaft. Ich glaube, ich habe meine Zeit hier ausreichend genutzt. Ich denke, das ist auch alles, was ich Ihnen hier sagen wollte. Da gibt es eine Reihe von Vorschlägen, die man hier machen kann, wie man beispielsweise die Investitionen aus privaten Mitteln mehr fördern kann. Und ich glaube, da gibt es noch ein Beispiel dazu aus Poznan, wie man das im privaten Sektor gemacht hat. Das ist hier meine letzte Folie. Das ist ein Beispiel aus Nikosia. Sie konnten leider heute nicht dabei sein. Dort hat man ein sehr einfaches Beispiel, was man umgesetzt hatte. Sie wollen ein Adopt-a-Park-Programm, also adoptieren Sie einen Park. Das ist ein Programm, was man umsetzen möchte. Und was man gemacht ist, man arbeitet mit privaten Organisationen zusammen. Das sind private Geschäfte, mit privaten Geschäftsleuten, privaten Unternehmen sowie mit den Gemeinden. Und darum geht es in erster Linie um das Sponsern eines Parks. Ich glaube, das ist die Antwort auf die Herausforderungen, die man dort hat im Hinblick auf fehlende Finanzierung für die Parks. Und das ist ein Beispiel für die Finanzierung von kleineren Parks. Und es gibt sehr viele kleinere Parks in Nikosia und sie haben wirklich Probleme damit, Finanzierungsmittel zu finden. Ich glaube, das ist ein sehr interessantes Programm. Man versucht auch steuerliche Anreize umsetzen zu können. Man versucht Initiativen für Unternehmen zu schaffen, damit sie sich an diesem Projekt beteiligen. Und was sehr wichtig ist, man versucht langfristige Verträge zu bekommen, damit man auch langfristig mit Geschäften zusammenarbeiten kann und dass das Ganze nicht aufhört mit der Entwicklung dieser Parks, sondern man möchte auch, dass diese Parks langfristig unterhalten werden können. Dankeschön, Svenja. Dankeschön. Vielen Dank für Ihre Präsentation. Ich glaube, Sie haben mehr oder minder doch alles schon abgedeckt, haben das ganz offen dargestellt, haben auf die UN hingewiesen, welche Ziele man dort hat. Und sind dann ins Spezifische gegangen und haben uns dieses Beispiel des Parks in Nikosia gezeigt. Nun möchte ich der nächsten Rednerin das Wort erteilen, Agnieszka. Sie arbeitet in der Stadtverwaltung von Poznan in Polen. Sie ist auch Teil des Connecting Nature Projektes und sie wird uns jetzt mitteilen, wie es dort gelungen ist, private Investoren für diese Projekte zu interessieren. Bitte schön, Agnieszka. Dankeschön, Svenja. Ich freue mich wirklich, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Denn ich denke, die Erfahrung, die wir gemacht haben, könnte auch für andere Gemeinden und auch für andere Initiativen im privaten Sektor interessant sein. So, ich versuche jetzt meine Präsentation zu teilen. Ich möchte nur etwas dazu sagen. Falls einer der Teilnehmer Interesse daran haben sollte, Fragen zu stellen, stellen Sie diese bitte in den Chat. Dann können wir die Fragen anschließend in der Sitzung, wo Fragen und Antworten vorgestellt werden sollen, diskutieren. Kann man das schon sehen? Ich muss zugeben, dass ich Ihnen hier zwei Beispiele auflegen möchte. Und das sind unsere ersten Erfahrungen im Bereich des Connecting Nature Teams. Das ist ein Projekt, das wir mit Hilfe des Kommunalbudgets gemacht haben, auch teilweise über die EU finanziert wurde. Bei uns im Rathaus hat es hier erste Ergebnisse bei der Zusammenarbeit gegeben. Man hat dort noch Expertisen eingeholt von der lokalen Handelskammer. Wir sind jetzt sehr, sehr vorsichtig, wenn es um diese Art von Verträgen und Verhandlungen geht für zukünftige Projekte. Aber bei unserer Strategie, die wir hier umgesetzt haben, bemühen wir uns, die Geschäftswelt weiter auf diese
Probleme hinzuweisen, damit mehr naturbasierte Lösungen angestrebt werden können. Wir stellen auch unterschiedliche Modelle dieser Art der Zusammenarbeit vor. Von daher habe ich verschiedene Beispiele, die ich hier vorstellen möchte. Das erste Projekt ist ein Schulprojekt, ganz allgemein gesagt. Da geht es um die Zusammenarbeit mit einer der Schulen in Poznań. Da geht es darum, dass das Ganze in Natur eingebettet werden soll. Das ist ein Projekt, was so nach und nach umgesetzt werden soll. Wir haben das auch schon in Kindergärten in Poznań umgesetzt und dabei nutzen wir vorhandene Kinderspielplätze. Die sind eingebettet in eine grüne Umwelt. Und dieses Projekt machen wir zusammen mit 9 Partnern. Und diese Partner sind Schulen, Unternehmen und weitere Partner. Das Unternehmen für die Transportinfrastruktur, insbesondere für Schienenfahrzeuge. Das ist natürlich kein naturbasiertes Unternehmen, arbeitet trotzdem an diesem Projekt mit. Man will dadurch ganz einfach auf die Umweltproblematik hinweisen. Unsere Kooperation beginnt mit einer Einladung, die wir bekommen haben von dem Unternehmen. Und nach dieser Aufforderung zur Zusammenarbeit haben wir einen Katalog erstellt mit naturbasierten Lösungen, die von unserem Team vorgestellt wurden. Zunächst hatte man für Kindergärten und Spielplätze nicht interessiert. Aber es gab schon ein Projekt, das angestoßen wurde. Also haben wir uns gedacht, dann versuchen wir etwas Neues mit diesem Unternehmen zu machen. Und das sollte etwas mit Schulen zu tun haben. Der gegenwärtige Stand ist so, dass wir uns um den Umfang der Zusammenarbeit, dass wir uns geeinigt haben über den Umfang der Zusammenarbeit und wir haben innerhalb unserer Zusammenarbeit bereits Erfahrung gemacht mit der Zusammenarbeit mit Architekten. Aber wir sind dann an einer bestimmten Stelle festgefahren, denn im Vertrag war es sehr wichtig für das Unternehmen, dass das Ganze gesponsert wird. Und das Unternehmen hat ganz einfach von uns erwartet, dass wir eine Rechnung ausstellen können für Werbeaktivitäten. Natürlich war das nicht möglich. Die mögliche Lösung hier ist, dass man Schenkungen macht. Und das ist etwas, was man direkt an die Schule geben kann. Wir erwarten, dass diese Aktivitäten wahrscheinlich gegen Ende des Jahres abgeschlossen werden können. Aber die Durchführung in der Schule beginnt dann im nächsten Jahr. Das zweite Projekt ist ein Ergebnis der Informationen, die wir zu Poznań zusammengesucht haben, anlässlich eines Gipfels zum Thema Connecting Nature. Hier haben wir 4 Partner. Das ist ein Unternehmen, das für die Aufforstung der Wälder steht. Das arbeitet zusammen mit unserer Gemeinde. Hier können wir sehen, das Bild hier zeigt einen Ausschnitt aus der Gemeinde Poznań, wo wir bereits einen Golfkurs angelegt haben. Aber die Gemeinde meinte, es sei besser, wenn wir uns auf die Wiederaufforstung hier konzentrieren würden. Leider Gottes hat es nicht genügend Finanzierungsmittel für diese Idee gegeben. Daher haben wir uns gefreut über die Vorschläge vom Unternehmen Green Up. Man hat uns gesagt, es ist möglich, hier wieder aufzuforsten, indem man aus dem Forstwirtschaftsunternehmen die Mittel bezieht.
das ist ein Mittel, was Mittel von anderen Unternehmen und Privatpersonen bezieht. Und sie finanzieren unterschiedliche Projekte weltweit. Das Unternehmen arbeitet als Beratungsunternehmen für unterschiedliche Gemeinden und unterstützt uns hier mit Geld. Wir haben unser Willkommen-Video von Poznan weiter vorgestellt und wir haben uns dann darauf geeignet, dass Vedonik und Poznan die besten Plätze für die Umsetzung eines solchen Projektes sind. Wir hatten hier einen Bereich ausgewählt, der bereits für die Wiederaufforstung vorgesehen war. Wir haben jetzt eine Vereinbarung getroffen mit den beteiligten Unternehmen. Und wir warten jetzt darauf, dass noch zusätzliche Vereinbarungen kommen. Denn wir brauchen das Unternehmen GreenUp als Partei des Unternehmens. Und das bedeutet, dass dann die Finanzen über das Unternehmen gehen, denn wieder einmal als öffentliche Einrichtung können wir das Geld nicht direkt vom Unternehmen selbst annehmen. Das bedeutet, das Unternehmen ist für den Investitionsprozess zuständig und unsere Rolle besteht darin, den Platz zur Verfügung zu stellen und Unterstützung bei der Wartung anzubieten, so wie ein Event zu veranstalten für die Bewohner der Umgebung, damit wir diese Idee weiter fördern können. Schauen wir uns zunächst einmal die einzelnen Meilensteine an, die wir gehabt haben bei diesem Projekt. Wie ich gesagt hatte, ganz zu Anfang haben wir praktisch nur sehr wenig Erfahrung gehabt und ganz, ganz viele Fragen. Aber je mehr Erfahrung wir sammeln können, umso mehr Lösungen bieten sich dann auch. Wir suchen uns immer die besten Lösungsmöglichkeiten aus. Was für uns schwierig ist, war die Form und der Umfang der Zusammenarbeit. Am schwierigsten war das mit der Finanzierung, weil es sich um eine Zusammenarbeit von öffentlichen und privaten Partnern handelte. Wir wissen nun, dass wir nun andere Lösungen brauchen und dass wir ganz einfach je nach Situation uns bei der Finanzierung anpassen müssen. Wir brauchten auch die Unterstützung von Kollegen in der Finanzabteilung und in der Rechtsabteilung, denn die Lösungen, mit denen wir vorstellig werden, sind nicht immer Lösungen, die sich nur auf unsere Projekte beziehen, sondern auch auf andere Städte. Die Entscheidungen werden nicht nur bei uns getroffen, sondern auch in großen Unternehmen. Und das sind ganz wichtige Entscheidungen. Beispielsweise geht es um den Zeitaufwand, der damit verbunden ist. Und manchmal müssen Dinge auf das nächste Jahr verschoben werden, wenn wir uns über die administrativen Prozesse mit den Unternehmen nicht einigen können. Da gibt es auch einige Unterstützer. Bei den Schulprojekten ist es so, dass das Unternehmen ein gutes Auskommen für die Aktivitäten im Bereich von Umweltschutz und Sozialem gesucht hatte. Und wir haben bereits jetzt etwas Erfahrung, können dann etwas Konkretes diesbezüglich anbieten. Bei den Aufforstungsprojekten ist es so, dass wir darauf hinweisen können anlässlich des Nature Enterprise Gipfels, inwieweit das naturverbundene Projekte sind. Und bei beiden Projekten ist es so, dass wir gemeinsame Ziele haben, dass wir auch offen sind für Änderungen, dass es einen direkten Kontakt gibt mit den Menschen, die an diesen Projekten mitarbeiten. Und das gilt für alle Partnerorganisationen. Und wie ich das bereits angesprochen habe, gibt es auch Unterstützung von Seiten unserer Rechtsabteilung und unserer Finanzabteilung. Wenn wir hier von den Auswirkungen sprechen, da kann ich Ihnen leider ein Foto nicht zeigen, was ich hier auflegen wollte. Aber man kann die Schule hier sehen und die zukünftige grüne Wand, die in
Zukunft dort sein soll. Und wichtig für uns war, dass beide Unternehmen bereits angeboten haben, dass sie mit uns weiterarbeiten werden, auch in der Zukunft. Das wird uns hoffentlich dann weitere Ideen geben für weitere Projekte. Wir glauben auch, dass Trainingszyklen zu naturbasierten Lösungen, die wir gleichzeitig anbieten, uns erlauben werden, diese Informationen an weitere Investoren weiterzugeben. Und hoffentlich kommen wir dann mit neuen Modellen für die nahe Zukunft zurück. Zusammengefasst kann man sagen, die Innovation war, dass man neue Möglichkeiten und neue Erfahrungen hat sammeln können für neue Lösungen. Wir möchten gerne offen sein für diese Art von Finanzierung. Es ist jedoch auch sehr, sehr wichtig, sich mit den gesetzlichen Vorgaben zu befassen. Und dafür ist ein Pilotprojekt ja besonders gut geeignet. Und es ist wichtig, dass man offen ist für mehr als nur eine einzige Lösung. Das ist das, was ich Ihnen präsentieren wollte. Wenn Sie noch Fragen haben, beantworte ich die natürlich gerne. Dankeschön. Danke, Agnieszka, für diese beiden Beispiele für ganz aktuelle Projekte, mit denen Sie gerade begonnen haben. Ich schaue mir einmal die Fragen an, die im Chat stehen. Vielleicht fange ich jetzt mit der nächsten Frage an. Ich glaube, das ist eine Frage, die geht mehr an Siobhan. Das ist eine ganz allgemeine Frage im Hinblick auf naturbasierte Lösungen. Die Frage ist, die Durchführung von grünen Dächern, ist das ein Beispiel für naturbasierte Lösungen? Vielleicht im Zusammenhang mit Photovoltaik und Regenwasserauffangmöglichkeiten. Ja, ganz kurz gesagt, ja, natürlich. Und ich glaube, das ist das, wo die EU-Definition in diesem Bereich sehr viel größer ist als unsere Definition oder die Definition der UN. Wir sehen hier drei unterschiedliche Möglichkeiten für naturbasierte Lösungen. Wenn ich sage wir, dann geht das auf ein Papier zurück von 2016. Da gibt es drei unterschiedliche Bereiche. Zunächst einmal ist ganz natürliche Landschaften, denn das Ziel von naturbasierten Lösungen ist, dass man so wenig wie möglich in die vorhandene Landschaft eingreift. Das zweite ist, dass man das Ganze eher mehr managt, dass man mehr eingreift. Das hat etwas zu tun im Bereich der Landwirtschaft, aber dass wir immer noch mit vorhandenen Ökosystemen zusammenarbeiten, das Ganze nur vernünftig managen. Die dritte Art von Lösungen, die wir hier in diesem Zusammenhang anerkennen, das sind dann neue Ökosysteme. Das sind beispielsweise die grünen Dächer natürlich, bewachsene Dächer. Das ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Und ich denke, da würden wahrscheinlich die meisten Menschen sagen, ist das gut für die Artenvielfalt, wenn das Ganze richtig geplant wird? Ja, wenn das nicht richtig geplant wird und das nur für ästhetische Zwecke erstellt wird, dann wahrscheinlich wohl nicht. Da kommen wir auf eine ganz wichtige Diskussion zurück, die wir heute Morgen gehabt haben. Da ging es nämlich um Standards für naturbasierte Lösungen. Man muss ganz einfach sicher sein, dass das Ganze auch nach den besten Prinzipien und Praktiken durchgeführt wird. Und ich glaube, die Gemeinschaften, wo Isabel arbeiten wird oder die sie vorstellen wird in der nächsten Sitzung, da ist es wirklich ganz wichtig, dass man zunächst einmal das Bewusstsein dafür weckt, was gute Praxis ist im Bereich von grünen Dächern, vielleicht nicht so sehr, was schlechte Praxis ist. Natürlich hat das auch etwas mit verschiedenen Industrien zu tun. Auch das ist sehr wichtig. Das andere, was hier erwähnt wurde, Photovoltaik. Ich weiß, das ist auch eine wichtig nachhaltige Technologie. Aber wir schauen uns vielleicht besser nicht nur einzelne Lösungen an, sondern wir müssen uns anschauen, wie man das Ganze verbinden kann mit anderen Lösungen. Wie beispielsweise, wie Sie gesagt haben, da hat man die Solarzellen auf dem Dach. Und dann hat man vielleicht gleichzeitig noch ein begrüntes Dach. Das ist ein Zusammenspiel unterschiedlicher Maßnahmen. Das ist wirklich ein gutes Beispiel. Wir möchten, dass so es in Zukunft noch weiter angespornt wird im Zusammenhang mit nachhaltiger Energie,
Da können wir sehen, dass naturbasierte Lösungen, beispielsweise mit nachhaltigem Transport, beispielsweise in Verbindung gebracht werden. Also ich denke, das war vielleicht jetzt eine sehr, sehr lange Antwort auf diese kurze Frage. Die hätte ich genauso gut mit einem Ja beantworten können. Ich hoffe, dass die Frage jetzt beantwortet wurde. Und wir haben noch eine Frage, die geht an Agnieszka. Diese Frage geht von Calypso aus Essen und die Frage ist, möchten Sie, dass die Unternehmen auch die nächste Phase der Verwaltung finanzieren oder sollen wir auf andere Art und Weise Verantwortung übernehmen, beispielsweise beim Aufbau von Teambuilding-Events? Ja, das möchten wir, aber das ist das Allerschwierigste. Bisher haben wir hier nur Erfahrung mit den öffentlichen Garten, das heißt auch mit den natürlichen Spielplätzen im natürlichen Umfeld. Das sind Plätze, die für alle Bürger offen stehen. Und dann haben wir ein bisschen Erfahrung bei der Verwaltung dieser Flächen, die wir gemeinsam betreiben. Wir haben in vielen Bereichen aber noch keine Lösungen. Aber ich denke, wir sind hier zuversichtlich, dass es Lösungen geben wird. Wir arbeiten natürlich daran. Und ich denke, da geht es um praktische Lösungen. Und wenn man immer mehr Konzepte entwickeln kann, wo man sich mit der Verwaltung, der Instandhaltung von diesen Flächen befasst. Ja, wir schauen uns nach Leuten um, die das machen möchten, aber es gibt noch nicht so viele Beispiele, noch nicht so viele, wie ich sie gerne hätte. Es gibt noch eine Frage, wie viele von den präsentierten Projekten oder Konzepten sind auf diese Art und Weise finanziert worden? Bisher gibt es zwei Beispiele aus Poznan, die so finanziert worden sind. Dann gibt es andere Beispiele für naturbasierten Lösungen, die von den Gemeinden finanziert werden oder von der EU. Dankeschön. Wir haben eine Frage von Martina Strobel. Gibt es da eine Liste über die Konzepte oder Projekte, die bereits umgesetzt worden sind? Vielleicht kann man jetzt hier angeben, was Sie damit genau meinen, Martina. Was möchten Sie denn genau wissen? Und an wen richtet sich diese Frage? An Agnieszka oder an Chivon? Ich glaube, das bezieht sich auf naturbasierte Lösungen. Oder ist es jetzt etwas, was spezifisch sich auf die Finanzierung von naturbasierten Lösungen aus der privaten Wirtschaft finanziert? Ich kann beide beantworten, das ist kein Problem. Martina sagt, sie möchte ganz einfach neue Ideen haben. Das ist eine ganz offene Frage, die sich an alle richtet. Was nun naturbasierte Lösungen anbelangt, da ist Isabel hier diejenige, die das Ganze anleitet. Also im Netzwerk von Connecting Nature arbeiten wir mit 10 Städten zusammen und es gibt auch andere Länder, in denen wir arbeiten. Und da gibt es dann eine Vorgabe für die naturbasierten Lösungen für alle diese Städte. Es gibt auch Videos über die Projekte, wenn Sie auf unsere Webseite gehen. Vielleicht hätten Sie Interesse daran. Ich denke, das wäre ganz gut. Und daneben gibt es noch eine ganze Liste von unterschiedlichen Büchern und Listen und Anleitungen in ganz einfach verständlichem Englisch. Wenn ich mich nicht irre, gibt es auch einige deutsche Versionen oder Versionen in anderen Sprachen, unterschiedliche Anleitungen dazu. Was nun die Finanzierung anbelangt, da ist es etwas, wo wir an einem Bericht arbeiten für eine naturbasierte Wirtschaft. Wir stellen hier unterschiedliches Feedback zusammen und wir geben auch das Feedback aus Nicosia und Poznan mit hinein. Wir arbeiten mit anderen Städten zusammen und alle befassen sich jetzt mit diesem Thema. Das heißt, Nakronia, Poznan und Nakronia hatten wirklich in der letzten Woche eine sehr gute Sitzung, auch in der Woche davor. Sie interessieren sich auch dafür, etwas Ähnliches umzusetzen und arbeiten hier im Bereich der Privatwirtschaft. Das ist kein Bereich, wo man sehr viel Aufmerksamkeit darauf lenkt. Die meiste Aufmerksamkeit richtet sich auf die Zusammenarbeit mit Gemeindeorganisationen. Aber das ist wirklich sehr wichtig. Wir wollen ganz einfach, dass die
Arbeit im öffentlichen Sektor weiterhin gefördert wird. Aber wir möchten auch, dass private Partner mit einbeschlossen werden, und zwar in alle drei Phasen, in der Planungsphase, wo wir dann mit den Gemeinden zusammenarbeiten. Ich glaube, das sind einige vorher erwähnt worden, im Hinblick auf das soziale Engagement, dann im Hinblick auf die Durchsetzungsphase, auf die Finanzierung. Und ganz, ganz wichtige Frage ist, wie kann man weiterarbeiten in der Phase der Verwaltung, der Instandhaltung? Und das ist wirklich eine sehr wichtige Frage. Das bedeutet, dass man Dinge richtig wartet, dass man Dinge richtig aufräumt, sauber macht. Und das sind all diese Dinge, die wir jetzt in unseren Städten anstreben. Aber ich habe ja gesagt, irgendwo müssen wir anfangen. Und für uns alle ist das noch eine Lernkurve, insbesondere auch für die Unternehmen und für die Städte selber. Das bedeutet, wir bewegen uns in die richtige Richtung. Und achten Sie auf den nächsten Bericht über die naturbasierte Wirtschaft. Und Sie können sich auch gerne eine Kopie davon anfordern. Da gibt es mehr Informationen. Ich hoffe, dass Ihre Frage damit beantwortet wurde. Okay, danke schön, danke Siobhan. Und dann nehme ich jetzt noch eine letzte Frage in dem Q&A-Log auf. Das ist also bezüglich dem Adopt a Park Beispiel in Nicosia. Calypsis möchte wissen, ob die Unternehmen Geld sparen langfristig oder vielleicht tatsächlich aus anderen Bereichen profitieren, vielleicht durch Marketing zum Beispiel, und sind die Vorteile also höher als die Gebühren. Also es ist hauptsächlich als CSO-Maßnahme, also Corporate Social Responsibility, also Konzernverantwortlichkeit, soziale Verträglichkeit organisiert. Und das Beispiel war also so definiert, dass man also mit so einer großen nationalen staatlichen Organisation oder auch mit einer internationalen NGO zusammenarbeiten würde. Und im Beispiel Nicosia ist die Arbeit eben mit Unternehmen gewesen, die alle Größen hatten. Musste nicht international sein, musste kein Konzern sein. Und es ging stark darum, anzuerkennen, dass diese Unternehmen Teil der Gemeinschaft sind. Sie leben dort, sie möchten ihr Teil hinzufügen, ihren Teil beitragen. Und es gibt viele Sponsormöglichkeiten für alle Budgets eben. Ich denke, die Vorteile, also die Steuervorteile zum Beispiel, ich glaube nicht, dass die mehr sind als die Beiträge, aber da habe ich die volle Antwort leider nicht. Da müsste ich Nicosia dann eben dabei haben, um das zu wissen. Aber es geht hauptsächlich um Gemeinschaftsengagement und lokale Unternehmen und Gemeinschaften, diese eben zusammenzuführen. Das ist also der Hauptantreiber davon. Ja, danke Siobhan. Wir wollten Nicosia hier auch dabei haben, aber sie hatten eine andere Sitzung, deswegen konnten sie leider nicht dabei sein. Aber super, dass Siobhan das also für uns präsentieren konnte. Vielen Dank also an Jeschka, vielen Dank Siobhan für die Präsentation. Wirklich super, sie hier dabei zu haben. Und wir machen dann weiter mit dem zweiten Teil unseres Workshops. Da hören wir also mehr über naturbasierte Unternehmen und naturbasiertem Unternehmertum, Entrepreneurship. Wir fangen an mit einer Einführungspräsentation durch Isabel. Sie arbeitet für Horizon Newer und ist in der Kommunikation betraut bei Connecting Nature und arbeitet natürlich bei Connecting Nature Enterprises. Hallo zusammen! Einen wunderschönen guten Tag. Danke Svenja für die Einladung, hier heute zu sprechen. Ich bin sehr erfreut, hier heute dabei zu sein, um ein bisschen über die Rolle von naturbasierten Unternehmen zu sprechen und wie das mit Kommunen zusammenkommen kann, wie Kommunen also eine naturbasierte Wirtschaft aufbauen kann in ihren naturbasierten Lösungen. Und wie Siobhan es schon sagte, habe ich schon sehr viel Arbeit mit den Städten getan, vor allem mit der Finanzierungsmodellen, Governance-Modellen, mit Connecting Nature Cities. Das war eine super Erfahrung bis jetzt, vor allem die Vielfalt zu sehen,
der Exemplare, der Beispiele, der Projekte, die wir haben. Und ich möchte Sie wirklich ermutigen, da auch mal reinzuschauen, sich da zu informieren. Also alles im Bereich Restauration von Parks, von Schulbereichen, Schulgärten und der Aufbereitung dieser verlodderten Gegenden, zum Beispiel auch in der Altstadt von Malaga. Also wirklich sehr interessante Perspektiven und natürlich auch sehr verschiedene Herangehensweisen. Also wenn, wie dem auch sei, ich bin hier, um über naturbasierte Unternehmen zu sprechen. Ich arbeite auch so ein bisschen in dem Bereich Chevron und Trinity dort zu unterstützen. Und sie haben heute also schon sehr kurz das Connecting Nature Rahmenwerk, Framework zu gesehen. Und da gibt es diese Bauteile. Und dieser Teil wird also die naturbasierten Unternehmen ansprechen. Was sind also naturbasierte Unternehmen? Also es ist ein recht neuer Begriff, NBE. Sehr viel neue Forschung bezüglich der naturbasierten Unternehmen wurde gestartet durch Connecting Nature, durch das Trinity College. Und wir sind wirklich da Pioniere, wenn es darum geht, zu schauen, was in diesem Sektor passiert. Aber naturbasierte Unternehmen sind wirklich Unternehmen, die die Natur als Hauptelement ihres Angebots oder ihrer Dienstleistungsstellung haben. Zwei Kategorien sind das, also direkte Kategorie sehen Sie hier, wo die Natur also wirklich direkt genutzt werden kann, um zu wachsen, um etwas zu ernten oder natürliche Ressourcen nachhaltig aufzubewahren, also NBS für grüne Gebäude und Ökosysteme, Aufbereitungsmanagement und zum Beispiel auch in der Forstwirtschaft sehr stark vertreten. Und dann gibt es weitere indirekte Kategorien der Aktivitäten, wo also durch indirekte Beiträge dort also naturbasierte Lösungen als sozusagen als Verwaltung der Natur hilfreich sein kann. Also warum braucht man also naturbasierte Unternehmen, NBEs? Die Nachfrage steigt, nicht nur, weil das Konzept jetzt mittlerweile Mainstream wird, sondern auch, wenn wir sagen, dass das Ziel ist, dass Investitionen zu verdreifachen in naturbasierte Unternehmen bis 2030 und zu vervierfachen bis 2050. Das wird also wirklich einen Beitrag leisten zu den Netto-Null-CO2-Emissionen-Zielen. Das zeigt aber auch, dass für Städteentwickler und für Städte es wirklich interessant sein kann, naturbasierte Lösungen zu erstellen und es eine tatsächliche Plattform geben kann, diese Menschen zu finden, die diese Fähigkeiten haben, wirklich etwas zu planen, durchzuführen und naturbasierte Lösungen zu geben. Und die Finanzierung ist natürlich schwierig, vor allem langfristig in der Verwalterrolle, in der Stewardship-Rolle. Und naturbasierte Unternehmen können Städte unterstützen, sie können Privatsektor-Unternehmen unterstützen in allen Bereichen, in der Planung, im Management und in der Lieferphase. Und dann, wenn man darüber spricht, zusätzliche Unterstützung im Klimawandel, um Diversitätspolitik zu unterstützen, schaffen die natürlich Jobs, sie behalten Jobs bei und sie geben uns diese sozial-ökologischen Vorteile. Und nur mal als Beispiel, wie und wo naturbasierte Unternehmen reinpassen in die Durchführung. Zum Beispiel in der Planungsphase könnte man also mit Landschaftsarchitekten oder Biodiversitätsexperten interagieren für naturbasierte Lösungen. In der Delivery-Phase und in der Konstruktionsphase kann man mit spezialisierten Gärtnereiarbeitern zusammenarbeiten und womöglich in der Stewardship-Phase, wenn man mit Sozialunternehmen zusammenarbeitet, mit Gemeinschaftsgruppen, auch womöglich mit Privatunternehmen zusammenarbeitet, in dem
in der Wartung und in dem andauernden Management dieser naturbasierten Lösungen. Also es ist recht breit gefasst, recht vielfältig. Die Ressourcen, um naturbasierte Unternehmen zu unterstützen, da haben wir schon in der Frage-Antwort-Sitzung zu etwas besprochen. Es gibt eine Reihe von Büchern, die auf unserer Webseite verfügbar sind. Es sind praktische Tools, die für lokale Behörden verfügbar sind, die solche Lösungen planen und durchführen möchten. Wir haben ein Naturrahmen-Leitlinienbuch, wir haben ein Geschäftsmodell als Handbuch und letztlich noch das naturbasierte Unternehmen-Handbuch, also wirklich für Städte, um naturbasierte Unternehmerstrategien zu entwickeln. Und wir werden noch mal mehr dazu für die Stadt Glasgow hören, was sie getan haben, um naturbasierte Unternehmertum in ihren Städten tatsächlich zu unterstützen. Ich hoffe, dass diese nächste Phase hier auch in der Präsentation für mich funktioniert und dass wir keine technischen Schwierigkeiten haben. Aber ich möchte noch mal die Plattform zeigen, die Connecting Nature Plattform, das ist also eine Innovation des Connecting Nature Projekts und da ist der Stein 2020 ins Rollen gekommen, wo die Forschung abgeschlossen wurde und da wurde also tatsächlich klar, dass es interessant wird, dort die Lieferanten und die Nutzer zusammenzubringen und dass das nicht alleine passiert. Wir haben diese Plattform also erstellt, naturebasedenterprise.eu. Das ist also eine Plattform für naturbasierte Unternehmen, um ihre Dienstleistungen und Produkte preiszugeben und dann eben für sie als lokale Gemeinschaften oder Städteentwickler eben sich das anzuschauen, um zu schauen, wie man naturbasierte Lösungen durchführen und einsetzen kann. Nicht nur das, aber auch unter anderem. Das ist also entwickelt worden im Sommer letzten Jahren und wurde im Oktober 2020 herausgegeben, also fast 10 Monate jetzt aktiv und wir haben jetzt mehr als 1500 registrierte Nutzer auf der Plattform. Ich werde mal aufhören, diese Präsentation zu teilen und ich werde mal versuchen, die Fenster zu wechseln und ich probiere mal die Plattform selbst als Link zu teilen. Und da können wir mal eine schnelle Tour durchführen, damit Sie ein bisschen ein Gefühl für bekommen. Ich möchte Sie ermutigen, sich da auch zu registrieren. Es ist offen für alle. Das können Sie sehen, hoffe ich. Ich denke, das ist sichtbar für Sie. Das hier ist also die Connecting Nature Enterprise Plattform. Alle dürfen sich hier registrieren, aber wir ermutigen lokale Kommunen, Behörden, Gemeinschaften sich dort zu registrieren und zu schauen, welche Bandbreite an Dienstleistungen und Produkte es dort gibt und vor allem die Vielfalt der naturbasierten Unternehmen, die also dort aktiv sind. Sie sehen hier, dass wir tatsächlich mehr als 300 Unternehmen haben, die auf der Plattform registriert sind. Eine Riesenvielfalt, vor allem in Europa. Und wir verteilen uns mittlerweile auf der gesamten Welt in Sachen Unternehmen, die also Lösungen anbieten und auf der Plattform registriert sind. Und zusätzlich zu den naturbasierten Plattformen, das ist also eine Art Schaufenster, wir haben auch die Communities bei uns. Und das ist so ein bisschen der Herzschlag, der Puls unserer Plattform. Die Communities, die Gemeinschaften, passen sich hier tatsächlich mit den naturbasierten Sektoren an, also die direkt oder indirekte Dienstleistungen anbieten. Sie sehen hier also diversen Angebote, Tourismus und weitere. Wir haben 10 Communities, die im Moment aktiv sind. Jede der Communities wird moderiert durch eine industrieverantwortliche Person und werden also von einem Unternehmen tatsächlich angeführt, die also Experten sind in dem Bereich. Wir haben dann Smart Tech hier, wo Nadine Haller verantwortlich ist aus den Niederlanden, die also hier verantwortlich ist für die große Arbeit bei Sensorik und der Distanzsensorik. Und unsere Communities haben also eine Plattform einerseits
Plattform für die Mitglieder miteinander zu kommunizieren, verschiedene Events zu organisieren und so weiter. Aber tatsächlich, was wir tun, um Kapazität aufzubauen, zu stimulieren in jedem Bereich der Communities, ist, dass wir eben Workshops und Webinare organisieren. Wir haben eine nachhaltige Tourismus-Serie an Workshops Ende September zum Beispiel und Community-Engagement und nachhaltige Forstwirtschaft zum Beispiel. Die Workshops sind offen für alle. Die haben ein paar sehr interessante Feedbackrunden generiert und die Denke in dieser naturbasierten Wirtschaft ist sehr interessant und sie sprechen also Themen an, die relevant sind und die wirklich wichtig sind für naturbasierte Unternehmen und die auch so ein bisschen so einen guten Boden bereiten für weitere Verbreitung von Ideen, damit die Mitglieder auf der Plattform sich auch richtig austauschen können. Und zusätzlich zu den Communities haben wir auch eine Reihe an Opportunities, an Chancen und Challenges. Es können hier also Jobmöglichkeiten gepostet werden, es können Ausschreibungen gepostet werden und dann die Herausforderungen tatsächlich. Das ist ein Bereich, wo wir wirklich eine Entwicklung sehen möchten und wir möchten wirklich sehen, dass dort lokale Behörden auch einfach mal eine soziale Challenge mal posten zum Beispiel, die sie mit einer naturbasierten Lösung gelöst haben wollen und schauen sie doch einfach mal, was dann dabei rauskommt und dann können sie es wieder offline nehmen, wenn die Ideen nicht unbedingt für sie sind zum Beispiel, aber es gibt sehr viele verschiedene Bereiche, viele Menschen können auch posten, auch in ihren eigenen Sprachen und wenn man also eine Lösung finden möchte oder eine Reaktion möchte aus der lokalen Gemeinschaft oder aus der Region. Aber sehr viele verschiedene Fragen werden hier beantwortet. Also alles im Spektrum von nachhaltiger Landwirtschaft oder Smart Tech Technologie. Und vielleicht mache ich mal einen Punkt, in dem ich Sie auch einlade. Danke, Svenja, dass Sie die Webseite mal in den Chat gesetzt haben. Bitte registrieren Sie doch sich einfach mal für einige der Webinare oder Workshops und nehmen Sie sich ein bisschen Zeit, da ein bisschen reinzuschauen, was die Plattform für Sie haben könnte. Sehr froh, hier auch die Fragen zu beantworten, wenn es welche gibt. Ja, danke für die Aufmerksamkeit in dieser Session heute. Danke, Svenja, ich gebe zurück an Sie. Danke, Isabel, und danke, dass Sie uns live auch die Plattform mal gezeigt haben. Ich glaube, das ist super, so mal einen Eindruck zu bekommen, wie das aussieht. Danke dafür also. Und dann würde ich gerne an Sean von dem Städterat aus Glasgow in Schottland das Wort übergeben. Er wird den naturbasierten Accelerator teilen als Privatprogramm. Und dann wird er mit Ellie später zusammen auf der Bühne sein. Sie arbeitet für ein naturbasiertes Unternehmen und sie wird auch einige ihrer Eindrücke mit uns teilen. Danke, Svenja. Können Sie meine Folien gerade sehen? Oder ja, noch nicht. Wir können das noch nicht sehen. Also ich glaube, wir können Ihren Bildschirm sehen, aber wir können die Folien noch nicht sehen. Isabel, Sie haben jetzt alles gezeigt, ja? Sie könnten vielleicht aufhören, das zu teilen. Nein, das ist meins, sagt Sean. Aber es scheint noch nicht das Richtige zu sein. Ja, vielleicht ist es immer so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man das richtige Fenster findet, um das zu teilen. Okay, sieht das besser aus? Ja, genau. Wir sehen das Connecting Nature Logo. Das wird, glaube ich, passen, ja. Ja, hoffentlich sehen Sie das. Okay, danke Svenja. Danke an alle. Danke auch Climate Life, dass Sie das hier organisiert haben. Wir haben hier dieses Programm über fast das letzte Jahr entwickelt. Ich gebe mal einen schnellen Überblick heute darüber und den grundlegenden Strategien, wie wir mit Connecting Nature zusammenarbeiten und
wenn ich mal ein bisschen den Kontext geben darf, also warum wir das überhaupt brauchten, eine Strategie dafür und was die Rolle der lokalen Behörden dann damit war. Und dann schauen wir uns das Accelerator-Pilotprogramm an und danach haben wir das Glück, meine Kollegin Ellie Steele dabei zu haben. Und Justin Eid ist auch Teilnehmer im Programm, aber er hat ein paar sehr schwierige technische Probleme im Moment. Justin wird also es womöglich nicht schaffen oder womöglich doch bis zum Ende, wer weiß. Ich mache einfach mal weiter. Also Glasgow ist eine Frontrunner-Stadt, also mit Genk zusammen. Wir sind also da Pioniere und die Stadt hat also eine Open-Space-Strategie übernommen. Wir haben also eine datenbasierte GIS-Karte, die uns also hilft, offene Räume, also offene Plätze besser zu nutzen, vor allem für ökologische oder Umweltvorteile und die also in unsere Strategielösungen einbetten zu lassen. Wir hatten sehr viele Herausforderungen über die letzten Jahre, aber wir haben sehr viel auch erreicht in der Zeit. Wir haben diese Datenübersicht erstellt. Dort kann man also alle Datensätze einsehen, die wir durchgeführt haben und die wir haben für all die Stadt, für alle Standorte. Wir haben dort Informationen von vielen Stakeholdern, Stakeholder Assessments, um die jetzige Situation in den jeweiligen Communities, in den Gemeinschaften zu erkennen, ob es dort irgendwelche Mangelbereiche gibt, ob wir da Lösungen für finden können. Da gab es auch Partnerschaften mit den Partnern im Städterat, die uns helfen, unsere Ziele zu erreichen. Und wir haben auch ein paar lokale Lösungsgrundlagen erstellen können. Wir arbeiten auch an einem Delivery-Plan als Karte, als interaktive Karte, die dort also multifunktionale Gemeinschaftsbereiche in den nächsten Monaten darstellen sollte. Das ist also ein bisschen das, wo wir gerade stehen. Das andere, wo wir gerade stehen und der Grund, warum wir hier sind heute, ist also, um über die Strategie zu sprechen, die wir für naturbasiertes Unternehmertum erstellt haben und das uns auch helfen wird, das allgemeine Ziel zu erreichen unserer Strategie. Und ich bin sehr froh, dass das naturbasierte Framework als Rahmen schon erstellt wurde. Das mussten wir also nicht erarbeiten. Was Sie hier sehen am Bildschirm ist unsere Glasgow-Version dieser Übersicht, die wir vorhin gesehen hatten. Das kann ich gleich nochmal erklären. Grundlegend haben wir also eine datengeführte Accelerator-Programm. Und bevor ich da ins Detail gehen muss, kann ich mal sagen, warum überhaupt. Also wir wollten eine Unterstützung geben, um Unternehmen zu helfen, ihre Geschäftsideen durchzuführen, zum Beispiel für Biodiversitätsverbesserung, Widerstandsstärkung für Gemeinschaften, die Wartung von grünen Bereichen. Wenn wir uns also diese Bereiche anschauen, der naturbasierten Rahmen in Glasgow. Da sind wir gerade in der Stewardship-Phase, also in der Verwaltungsphase. Und das passt also ganz gut für das Rahmenwerk in Glasgow. Und wir wollten also Unternehmen fördern, die uns mit diesem Ziel helfen würden. Und wir haben diese Idee also zuerst angefangen, das zu entwickeln mit einem Arbeitspaket und wir hatten ein sehr begrenztes Budget. Es war also sehr wichtig, da die richtigen Partner zu finden, vor allem für die Durchführung die richtigen Partner zu haben. Wir mussten dort also einen Partner-Mapping-Prozess verwenden, also ein recht simpler Prozess, um zu schauen, welche organischen Verbindungen wir tatsächlich haben, um gute Partnerschaften mit vier Hauptpartnern aufzubauen. Das ist also die lokale Universität, Glasgow Caledonian Universität und die Inter-Pacific Innovation, das Institut und Melting Pot, um dort also in dem Programm einige Partner dabei zu haben.
Und natürlich Connecting Nature auch. Wir haben also mit denen das Programm entworfen, aber natürlich auch mit der naturbasierten Intervention. Dort wollten wir also Connecting Nature Methodologie einarbeiten. Als wir dann das Programm erstellt haben und da gab es also tatsächlich sehr viele Schwierigkeiten. Wir brauchen eine starke Botschaft, die wir dann auch kommunizieren wollten. Wir wollten die richtigen, das richtige Publikum ansprechen. Wir wollten also mindestens 10 gute Bewerbungen anziehen und dann, um ein erstes Pilotprogramm durchzuführen, einen guten Kandidaten haben. Wir haben also eine Webseite erstellt, ein Zielapplikationsprogramm erstellt und eine Marketingstrategie. Und das Konzept der naturbasierten Unternehmen natürlich neu ist. Es ist etwas ungewohnt und wir brauchten deswegen eine klare Botschaft auch für den Bewerbungsprozess. Wir haben da also naturbasierte Materialien verwendet, die also von Nature-Based Enterprises dann eben genutzt werden konnten, um von uns das auch an die Öffentlichkeit weiterzutragen. Und das haben wir dann an die weitere Öffentlichkeit gebracht. Es kam also in die lokale und nationale Medien rein und wir hatten dann etwa 40 qualitativ gute Bewertungen und 15 davon waren dann also naturbasierte Unternehmen und das war also super für unser Pilotprojekt. Ein großer Erfolg aus unserer Sicht. Und ja, was war als nächstes dran? Also der Project Accelerator, das war also ein Pilot, da haben wir also sehr viel gelernt und sehr viel mitnehmen wollen für zukünftige Programme. Wir haben die Rückmeldungen analysiert, die also durch Teilnehmer oder Partner mitgenommen wurden oder von anderen Personen, die involviert waren im Programm. Und es gab ein paar ganz übliche, häufige Probleme, die wir häufiger gesehen haben, wo wir also teilweise auch nicht unbedingt die Ressourcen hatten, die im ersten Pilot anzugehen. Und ein paar Sachen, die dann also noch gelöst werden könnten, wenn wir zu weiteren Projekten übergehen. Und Glasgow ist also eine postindustrielle Stadt und wissen Sie vielleicht, und ich denke, es ist da sehr schwierig, also viele Herausforderungen zu meistern in diesem Kontext. Also da gibt es sehr viel Ownership-Probleme, rechtliche Probleme, wenn da ein Unternehmen da naturbasierte Lösungen geben möchte. Das ist so ein bisschen so die Idee, wie man also dort auch Mentorprogramme einbringen könnte zum Beispiel. Das ist also etwas, was wir für zukünftige Programme planen möchten. Und wir haben schon geplant zu neuen Programmen für Entscheidungsträger, um zu zeigen, wie wertvoll das Programm gewesen ist, um zukünftige Unterstützung für ein weiteres Programm zu erstellen. Und dann bezüglich der Teilnehmer werden wir gleich von Ellie etwas mehr dazu hören. Und ich denke, ich würde halt sagen, in einer gewissen Art und Weise steht diesen Unternehmen jetzt die Welt offen. Und in Schottland ändert sich die politische Welt sich etwas. Das schottische Regierungspartei ist jetzt mit der Grünen Partei zusammen in einer Koalition und wir erwarten, dass in den nächsten Jahren sehr viele grüne Gesetze ratifiziert werden und dass dort auch Ressourcen mitkommen. Ich denke, die Zeit ist also reif an dieser Stelle für Initiativen für diese naturbasierten Beschleunigungsprogramme, die Accelerators, um zukünftige Programme dann also richtig zu unterstützen. Und wir haben auch probiert, die Teilnehmer mit Geldgeberquellen zu verbinden. Es gibt da einige, die vom Stadtrat kommen, einige, die von Drittunternehmen kommen. Es gibt ein paar Events, an denen wir teilnehmen möchten. Und das erste, da gibt es also ein paar Sessions, die wir auch mit organisieren würden. Das sind also In-Person-Events und
Das Programm wird sonst hauptsächlich virtuell organisiert und in der Vergangenheit war die Rückmeldung davon also sehr positiv und das ist natürlich immer eine sehr angenehme Situation gewesen. Und wir haben dann eben auch gute Ideen, indem wir uns mit Ehemaligen zusammentun und sogenannte Alumni-Netzwerke ins Leben gerufen haben. Wir haben auch eine Connecting Nature-Plattform, eine Plattform, wo diese Projekte aufgeführt werden. Wir haben auch sehr viele Unterstützung und ich muss wirklich sagen, das ist wirklich eine ganz fantastische Plattform. Denn auf dieser Plattform findet man nicht nur europäische und lokale Möglichkeiten, sondern auch regionale Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Das ist wirklich sehr hilfreich für alle, diejenigen, die sich für solche Projekte interessieren. Etwas anderes, was wir noch versuchen zu initiieren, ist eine Zusammenarbeit mit der Glasgow School of Art, also der Kunsthochschule. Wir versuchen dort Hinweise auf besseres Design zu bekommen. Und wir versuchen so ein sicheres Netzwerk im Bereich der Ökosysteme herstellen zu können. Und ich hoffe, dass wir in der nächsten Woche schon wissen, ob wir dann in Bezug auf die Finanzierung bei diesen Projekten erfolgreich sein werden oder nicht. Ali hat, meine Kollegin, hat dazu noch einige wunderbare Vorschläge im Hinblick auf das Mentoring. Und sie wird dazu noch etwas sagen. Ich glaube, dieser Pilot war wirklich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man mit den lokalen Behörden gut zusammenarbeiten kann, ebenso wie mit größeren Unternehmen. Aber ich denke, das ist auch eine gute Demonstration der Partnerschaft, wo wir die örtlichen Behörden haben, dort die Führung übernommen habt und dass es möglich ist, mit sehr vielen unterschiedlichen Partnern zusammenzuarbeiten, das Ganze doch zu einem positiven Ende zu bringen. Das wollte ich dazu sagen. Nun gebe ich an meine Kollegin Ellie weiter und die wird Ihnen nun einige Bilder auflegen und etwas zu dem Piloten sagen. Dankeschön, Sean. Dankeschön. Vielen Dank, dass du dieses aufregende Programm vorgestellt hast. Das ist wirklich toll, dass das Ganze so erfolgreich war und auch so gut angekommen ist. Ja, Annie, möchten Sie nun etwas sagen zu der Erfahrung, die Sie gemacht haben? Dankeschön. Vielen Dank schon. Ich möchte nur dem Stadtrat in Glasgow danken und allen anderen auch, die bei diesem Programm mitgearbeitet haben. Denn es war ein wirkliches Privileg, an diesem Programm teilzunehmen. Und wir haben hier auch mit Floris zusammengearbeitet. Das war eine lokale Organisation im Bereich der Begrünung. Und ich freue mich sehr, dass wir hier mit unterschiedlichen Privatpersonen haben zusammenarbeiten können. Und wir haben auch sehr viele Projekte, die bereits in unserer Stadt umgesetzt worden sind. Wir kennen uns immer besser in diesem Bereich an und wir bieten auch Sitzungen an zur Projektentwicklung. Und ich muss sagen, dass wir tatsächlich sehr viel Erfahrung schon gesammelt haben. Und zu dem Zeitpunkt, wo das Projekt dann ums Leben umgesetzt wurde, hatte sich schon wieder sehr vieles geändert. Ich habe Freunde gewonnen bei der Zusammenarbeit in diesem Projekt. Und habe auch neue Initiativen kennengelernt, neue Werte. Die Zusammenarbeit war sicherlich eine der wichtigsten Stärken. Wir arbeiten mit EcoWise zusammen, einer der Teilnehmer und einem Unternehmen, was unseren Pilot im nächsten Monat filmen wird. Wir haben auch etwas Gemeinsames gefunden, wenn es darum geht, ein größeres Unterfangen aufzusetzen. Wir haben ja einige der Teilnehmer, die an diesem Projekt teilnehmen und ich hätte mich auch gefreut, wenn unser Kollege, der auch bei diesem Projekt dabei war, hier ebenfalls bei dieser Veranstaltung dabei sein könnte. Ich glaube, der hat sich eben zugeschaltet. Die Schwächen, die wir festgestellt haben, dass es nicht genügend Finanzierungsmöglichkeiten gibt
Und wir wissen auch, dass es ganz gut war, dass wir diesen Austausch zwischen uns hatten. Aber ich denke, es wäre wichtig gewesen, wenn man uns mehr Anleitungen dazu gegeben haben, wie man die Finanzierung beantragen kann. Das hätte unsere Programme natürlich gestärkt. Und wie John das ja gesagt hatte, er hatte die Finanzierung für sein Projekt sichern können. Und dass es ihm gelungen war, das entsprechende Gebiet zur Verfügung gestellt zu bekommen. Und er war sehr überrascht, dass ihm das gelungen ist. Ich glaube, wir brauchen auch mehr Flächen für unsere Projekte. Und wir brauchen diese Flächen für langfristige Projekte. Und wir brauchen Projekte, wo die Artenvielfalt mit berücksichtigt wird. Und ich denke, bei unseren Projekten hätte es uns wirklich sehr geholfen, wenn man uns mehr unterstützt hätte und man uns gesagt hätte, wie man diese Flächen übernehmen kann. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass ich an diesem Programm habe teilnehmen können. Und ich freue mich darauf, zukünftige Bewerber mit in unsere Programme mit einzubeziehen. Und John hat gesagt, der Wert liegt nicht darin, dass man Mentoren hat, die erfolgreich alles haben umsetzen können, sondern der Wert eines solchen Projektes liegt auch darin, dass man Hindernisse überwinden muss und sich an Problemen stößt und dass man daraus lernen kann. Und wenn wir da mit weiteren Generationen zusammenarbeiten, dann wird es dazu führen, dass wir diesen ganzen Prozess weiter vereinfachen können. Ich wollte Ihnen nur etwas zu meinen Projekten zeigen. Warten Sie bitte, ich lege da gleich einige Fotos auf. Können Sie das Foto sehen? Ja. Das Floris. Das ist unser Geschäft. Wir haben unser erstes Projekt im Bereich der Gartenlandschaften entwickelt. Aufgrund der Covid-Situation sind wir auf dieses Projekt gestoßen. Das Gartenprojekt sind Gärten, die wir weiterentwickelt haben, um die Möglichkeiten zu schaffen, für Menschen zusammenzukommen und gleich damit etwas für zukünftige Generationen zu schaffen, was wir ihnen hinterlassen können. Hello Gardens sind für Arbeitskräfte im Gesundheitswesen. Dort können sie sich aufhalten. Sie bieten grüne Räume, wo man sich aufhalten kann, sich austauschen kann. Das sind Dinge, die man leicht entwickeln kann. Und man gibt den Menschen die Möglichkeit, hier zusammenzukommen und gleichzeitig sich auszutauschen. Es werden verschiedene Pflanzen, die unterschiedliche Botschaften vermitteln, hier angebaut. Es gibt diese Gärten, diese Art von Gärten innerhalb von Krankenhäusern beispielsweise. Scheint nicht richtig zu funktionieren. Diese Halo-Gärten innerhalb der Kinder, von Krankenhäusern bilden eine Erinnerung für all diejenigen, die sich hier im Bereich der Bekämpfung von Covid hervorgetan haben. Diese Flächen sind für die Freizeitgestaltung gedacht. Patienten, die beispielsweise in Krankenhäusern sind, haben nur die Möglichkeit, auf grüne Flächen herunterzuschauen, anstatt sich Garagen und Gebäude anzuschauen. Daneben bieten diese Gärten auch die Möglichkeit für Besucher, sich dort beispielsweise mit Krankenpflegepersonal zu treffen. Wir haben beispielsweise eine Geschichte gehört, wo eine Dame ihren Mann ins Krankenhaus eingewiesen war, der musste untersucht werden und sie hat ihn mehrere Monate lang nicht gesehen. Sie war einfach nicht möglich, mit ihm in Kontakt zu kommen. Und das war eine der Geschichten, die uns dazu angeleitet hat, dieses Projekt zu machen. Das war wirklich eine sehr bewegende Geschichte. Und hier hatten wir die Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und abgesehen von den Menschen, die hier gearbeitet haben, gibt es auch andere Möglichkeiten, andere Besucher mit einzubeziehen und diese Flächen zu nutzen. Wir sind hier ausgezeichnet worden und es ist uns
wir haben die Möglichkeit gehabt, hier Menschen zusammenzubringen und die Bepflanzung dieser Flächen wird von Freiwilligen gestattet. Jeder kann sich daran beteiligen. So haben wir die Möglichkeit, ein Vermächtnis für die Zukunft zu schaffen und gleichzeitig bieten diese Gärten eine wunderbare Lösung für jede Fläche, wo Menschen, die dramatische Erlebnisse gehabt haben, sich aufhalten möchten. Dies ist ein Beispiel für eine Lösung im kleineren Rahmen, die wir als Unternehmen an den Markt geben möchten. Wir möchten Bauunternehmer dazu bringen, dass sie diese Konzepte als modulare Konzepte bei der Konzeption ihrer Häuser mit einbeziehen. Das, was wir hier für das NHS, also für das Gesundheitswesen gestaltet haben, sind Gärten, die wir auch überall woanders ansetzen können. Wir gehen gerne auch in ein anderes Land. Wir reisen gerne international. Wer immer uns haben möchte, wir kommen gerne zu Ihnen und helfen Ihnen dabei. Und noch einmal vielen Dank an Glasgow, an die Gemeinde Glasgow für Ihre Unterstützung. Dankeschön. Dankeschön, Ellie. Vielleicht möchten Sie den Link zu Halo Garden auch in den Chat stellen, dann können diejenigen, die sich dafür interessieren, sich diese Gärten einmal anschauen. Ja, das würde ich gerne machen. Unsere Webseite ist noch nicht abgeschlossen, aber wir haben jetzt gerade heftig investiert, damit die Webseite erstellt wird. Also bald wird es die Webseite geben. Okay, wunderbar. Bleiben Sie dabei. Vielleicht schauen Sie sich immer mal wieder im Internet um, ob die Webseite schon abgeschlossen wurde oder nicht. Wie können wir Sie finden? Elli, hinterlassen Sie uns doch bitte Ihre E-Mail-Adresse, dann können wir Sie leichter kontaktieren. Das wäre doch toll, oder? Großartige Neuigkeiten. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an Sean und Elli. Wir haben noch einige Minuten. Ich möchte Ihnen nun das Wort erteilen. Hier geht es um zwei Fragen, die beantwortet werden müssen. Ich sehe, dass Ann-Kathrin hier eine Frage gestellt hat. Die erste Frage, wie viele Arbeitsmöglichkeiten, denken Sie, werden in Glasgow und in der Umgebung in den nächsten 5 Jahren geschaffen, die naturbasiert sind? Und dann warum? Ich glaube, das ist eher eine Frage, die sich an Sean richtet. Wie sieht das aus? Das weiß ich nicht, ich kann Ihnen hier keine genaue Zahl geben. Das ist etwas, was wir gerade besprechen. Wir sind die Entscheidungsträger, wir wollen das Programm weiter fördern und eines der Ziele unseres Programmes ist, dass man auch neue grüne Arbeitsplätze schaffen kann. Das ist eines der vorrangigen Ziele. Wir haben so etwas wie eine Schätzung gemacht, wie viele Arbeitsplätze dadurch geschaffen würden. Aber ich habe hier wirklich keine tatsächliche Zahl zur Hand. Es gibt 15 verschiedene Unternehmen, die daran beteiligt sind. Und jedes dieser Unternehmen hat zumindest eine Person, die für das Projekt da ist. Und ich möchte das Ganze weiter ausbauen, damit wir so mehr Arbeitsplätze schaffen können. In einer idealen Welt wäre es so, dass sich das Ganze weiter organisch entwickelt. Und ich denke, dass wir je mehr wir Unterstützung wir auch auf politischer Ebene bekommen, umso zuversichtlicher kann ich auch sein, dass sich das Ganze weiter positiv entwickelt. Das ist eine gute Frage, das muss ich schon sagen. Ich kann nur antworten, ich denke, es werden viele Arbeitsplätze sein. Das klingt ja schon mal sehr vielversprechend. Und dann haben wir noch eine Frage von Ann-Kathrin. Woher bekommen Sie die freiwilligen Kräfte für das Anpflanzen? Dankeschön. Wir fangen an im Konsultationsprozess. Das heißt, jeder, der an dem Prozess beteiligt war, darf auch gerne bei der Bepflanzung mitmachen. Wir fangen beim Royal Alexandra Krankenhaus in 2 Wochen mit einem solchen Programm an.
Das größte Problem im Moment ist Covid, denn es ist leider, also Gottes wieder so, dass viele Mediziner, die sich ursprünglich an diesem Projekt beteiligen wollten, jetzt einfach erschöpft sind, weil es wieder einen Anstieg des Covid gibt bei uns. Und deswegen haben wir nicht so viele Fälle. Ich kann nur sagen, dass jeder, der es gerne möchte, der sich daran beteiligen möchte und der die lokalen Gesundheitsbehörden, Krankenhäuser unterstützen möchte, kann das gerne machen. Und wir arbeiten auch mit freiwilligen Gruppen zusammen. Also die Freiwilligen helfen uns nicht nur, wir haben so etwas wie eine Ausschreibung auch gemacht für Freiwillige. Und wir suchen da hauptsächlich nach einem Manager, der das Ganze in die Hand nimmt. Und wir stellen auch einige der Pflanzen zur Verfügung, sowie einige der Freiwilligenkräfte. Dasselbe passiert auch in Glasgow. Wir arbeiten hier auch mit Freiwilligen in Glasgow zusammen, auch bei zukünftigen Prozessen. Das ist so eine Art Mischung. Aber hauptsächlich ist es so, dass wir die Freiwilligen über einen Ausschreibungsprozess bekommen. Und jeder, der sonst da gerne dran teilnehmen möchte, ist herzlich willkommen. Dankeschön, herzlichen Dank. Und mit diesen Worten möchte ich unseren Workshop schließen. Ich danke allen Sprechern für die interessanten Beiträge. Vielleicht bleiben einige der Redner hier noch bei uns. Und vielleicht können sich dann gegenseitig noch Fragen stellen. Und dann diejenigen, die vielleicht noch keine Frage, noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, etwas von ihrer Erfahrung mitzuteilen, vom Accelerator-Programm beispielsweise. Vielleicht können Sie das dann weiter kommunizieren. Dankeschön. Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal oder bis morgen.